Hallo und herzlich willkommen. Sprechen wir heute mal über Narrative und wie Erzählungen unser Leben beeinflussen. Ein jeder von uns sieht sich ja heute immer neuen, zum Teil sich stark widersprechenden und schnell wechselnden Erzählungen gegenüber. Ob wir es wollen oder nicht, haben diese einen großen Einfluss auf unsere Wahrnehmung und damit auf unser Leben. Plato hat mal geschrieben, wer die Geschichten erzählt, regiert die Gesellschaft. Ein paar Gesichtspunkte zur Orientierung. Der Mensch ist in seinem Leben verankert und gehalten durch Erzählungen, durch Geschichten, die ihm ermöglichen, die komplexe Wirklichkeit zu deuten oder einzuordnen. Diese Deutung bestimmt sein Wahrnehmen und Handeln. Jede Kultur hat ihre eigenen Erzählungen, die das entsprechende Weltbild der Mehrheit bedingen. Diese Erzählungen müssen von Zeit zu Zeit genauer untersucht, auseinandergenommen und gegebenenfalls neu geschrieben werden. Erzählungen können so auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden, um die wahren Elemente von der Fiktion zu unterscheiden. Der Mensch überprüft damit gewissermaßen die Landkarte bzw. seinen Fahrplan durchs Leben. Man kann sich fragen, wer sind die Autoren der Erzählung? Welche Interessen verfolgen sie? Wie ist die Rahmung, das Framing der Geschichte? Kurz eine Art Reality-Check, der die eigene Wahrnehmung bewusster macht. Wer diese Arbeit unterlässt, findet sich schnell in einer Art Ideologie wieder, in einer Informationsblase, wo das, was er glaubt, nicht mit der Wirklichkeit zusammenpasst. Er wird so von außen, also von den Erzählern der Geschichte, in seiner eigenen Wirklichkeitsauffassung und Wertvorstellung kontrolliert. Das führt zu entsprechenden Fehleinschätzungen und Handlungen, unter denen er selbst und andere dann leiden müssen. Es kann also sinnvoll sein, die Geschichten, die man von Politik, Medien, Kirchen und Wissenschaft hört, zunächst einmal als eine Art Arbeitshypothese zu nehmen, sie mit dem wirklichen Leben dann in seinem Alltag zu konfrontieren und zu beobachten, ob sie das halten, was sie versprechen. Geschichten beeinflussen uns immer. Die Frage ist, ob uns dies bewusst ist. Narrative, welche in der Wirklichkeit verankert sind, erweitern einerseits unsere Wahrnehmung, andererseits liefern sie Orientierung, Sinn und Halt. Ohne Erzählung kommt der Mensch allerdings nicht zurecht im Leben. Seine Freiheit besteht also zunächst darin, dass er seine Geschichten sorgfältig auswählt und überprüft. Denn die Wirklichkeit im Erleben, die Wertung und Sichtweise scheint weitgehend durch die Erzählung bestimmt, an die er glaubt. Dies können wir daran beobachten, zum Beispiel, dass vor demselben einen Ereignis zwei Menschen völlig unterschiedliche Deutungen haben, anders reagieren oder antworten, sprich handeln. Hier zeigt sich die Wirkung und Kraft von Narrativen deutlich. Sie können Menschen einen oder auseinandertreiben. Ja sogar in den Krieg gegeneinander führen. Alles Dinge, die wir derzeit live beobachten können. Hier gilt das Wort: An ihren Früchten oder an dem, was ihre Geschichten bewirken, werdet ihr sie erkennen. Viele der Geschichten, die unser Gesellschaftsleben und den Zusammenhalt der Menschen untereinander ermöglicht und gestützt haben, erweisen sich jetzt als überholt und müssen neu oder umgeschrieben werden. Wir alle sind aufgerufen, uns zu beteiligen. Jeder zählt. Sonst besteht die akute Gefahr, dass die neuen Geschichten, die die Welt von morgen tragen werden, von wenigen und einseitigen Autoren für uns geschrieben werden oder sogar gegen uns geschrieben werden. Die Frage, die sich stellt, ist, ob diese Geschichten dann den Raum für den Einzelnen von uns bieten
oder ob sie diskriminierend bestimmte Menschen eben stark benachteiligen oder sogar ausschließen. Hilfreiche Erzählungen sollten demnach zwei Aufgaben erfüllen. Einerseits müssen sie mit der Wirklichkeit des Lebens zusammenhängen. Andererseits uns mit den anderen Menschen verbinden. Durch Austausch und Wahrheitssuche können sie abgestimmt und zumindest für eine Zeit lang verbindlich gemacht werden. So wandeln wir durch unser Leben, gehalten durch den Stoff von alten und neuen Erzählungen. Wir lernen Geschichten lesen, schreiben und orientieren damit unser Leben. Was steht am Anfang? Einzelne Worte, die sich zu einer Erzählung verbinden. Ist die Welt nicht eine riesige Bibliothek? Umso mehr der Mensch davon aufnimmt und verarbeitet, desto mehr wird er wachsen, sein Weltbild und Handlungsrahmen der komplexen, grausamen und unendlich schönen Wirklichkeit gerecht werden. In diesem Sinne ist der Mensch ein Geschichtenschreiber innerhalb seiner Kultur und zugleich in der sogenannten Akasha-Chronik, dem großen Buch des Lebens. Hier ist gesammelt alles, was der Einzelne jemals gedacht, gefühlt und getan hat.